Erledigt, Energie umgeleitet, erfolgreich, Energie wiederhergestellt. Okay. Wir haben auf jeden Fall anscheinend wieder Energie hier unten. Läuft. Ich nehme an, es ist so still. Oh shit. Okay, das war Energie zum Hauptzug, Aufzug, nehme ich mal an. Und für andere Ecken wahrscheinlich hier in dem Haus. Aha. Wir nehmen so ein paar Sachen mit und schleichen vorsichtig hier raus. Und jetzt haben wir wenigstens vor allem Licht überall. Was, glaube ich, hilfreich ist auf lange Sicht. So, weiß ich nicht eben hier schon, habe alles abgesahnt? Ja, eigentlich schon. Jetzt gucke ich ganz kurz hier oben noch drauf. Ach, der legendäre Typ hat ja nichts dabei gehabt. Ich wollte nämlich schon sagen, oh, das ist ein legendärer. Ach, stimmt, da war ja etwas. Wir kriegen ja nichts von den Kerlen hier. Shit. Oder zumindest der hat ja nichts bei sich. Sagen wir lieber mal so. Okay, hier mal ein bisschen Strahlung höher. Okay, was haben wir hier vorne rumlaufen? Produktionstopf. Okay, da gucken wir gleich drauf. Erstmal. Oh, nee, da sag ich, ich hab Kopfgehör aufgehoben. Moment. Das gleich hier. Ich will das nicht haben. Ist einfach zu schwer. Muss nicht sein, finde ich persönlich. Ein bisschen Öl nehme ich aber dafür noch mit. Okay, erstmal Terminal. Erstmal Terminal checken, bevor ich weiterlaufe. So, Intramail-Forschung. Ja, ja, guck mal da mal kurz drauf. Okay. Das ging witzigerweise an, diese Hathaway von Kendrick. Mal gucken, was hier bei so jetzt gelaufen ist. Voll die Liebesstory nach noch im Lauf. Ihr seht schon kommen. Kathy, ich wollte Ihnen mitteilen, dass Ihre Arbeit an einem Beschleuniger von unschätzbarem Wert ist. Die Abschirmung hatte bislang immer Probleme bereitet, aber die Verwendung von Graphen in der Legierung war ein Geniestreich. Ich habe Sie für eine Beförderung in diesem Jahr empfohlen. Gute Arbeit. Mal gucken, ob das noch so weitergeht. Wie war es? 2 Tage später? Nee, nicht ganz. Monat und 2 Tage später. Egal. Wieder mal an Sie eine Nachricht. Kathy, wäre es möglich, innerhalb der nächsten Woche eine ganze Platte Ihrer Kompositlegierung zu halten? Karl macht mir Druck. Wenn der Beryllium-Beschleuniger nicht bis zum Ende des Monats in Betrieb geht, werden Köpfe rollen. Falls Probleme auftreten sollten, sagen Sie es mir. Ich sehe es schon kommen. Und gleich sagt er sowas wie, und wie ist deine Privatnummer oder sowas Geschichte. Sie wirken Wunder, Kathy. Die Graphen-Komposit-Abschirmung war die letzte Komponente, die uns für die Inbetriebnahme des Beschleunigers noch gefehlt hatte. Und sie konnten alles in weniger als einer Woche erledigen. Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte. Wieder einmal großartige Arbeit. Wenn sie so weitermachen, werden sie im Nu Entwicklungsleiterin. Was wahrscheinlich nie passiert ist am Ende des Tages, aber okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Laufen wir lieber schnell weiter. Da komme ich nicht raus, aber da war ich auch eben drin. Ne? Da ist alles eingestürzt. Da komme ich auch nicht hoch. Okay, kriegen wir noch irgendwelche anderen Unterlagen hier? Ihr wollt anderen Rechnern, die noch an sind? Nein. Eine Handschuhe, natürlich eine Handschuhe. Eine Bürste. Komme ich hier rauf irgendwo? Nein. Das ist ein bisschen eindeutig, was hier passieren soll scheinbar. Und oh wait, da geht's noch einen ganzen Satz weiter runter. Da geht's noch einen ganzen Satz weiter runter? Oh, der Schlüssel. Perfekt. Jetzt komme ich noch weiter runter. Ich habe mich schon gewundert, wie ich jetzt noch weiter runterkommen soll, aber jetzt ist mir die Sache klar. Wenn ich nicht den Fahrstuhl weiter unten nehmen kann, muss es wohl so gehen. Wobei, halt. Da erkenne ich doch noch was. Da erkenne ich doch dieses rote Ding. Muni und, das letzte Ding brauche ich nicht. Passt schon. Und vorsichtig fallen lassen, also ehrlich. Au. Gut. Shit. Er hat sich die Knarre gepackt und ist weggelaufen, der Hund. Jetzt verstehe ich. Sie verstecken sich, weil sie Angst vor dem Tod haben. Nee. Aber dann kriege ich Bonusschaden. Ach, scheiße. Oh, weißt du was? Jetzt habe ich eine Faxendicke hier. Hier, Gewehr wechseln. Gewehr wechseln. Hallo? Gewehr wechseln? Habe ich keinen Mund mehr dafür? Doch. Jetzt drücke ich immer einen falschen Knopf. Läuft. Ich habe noch genug Munition, wenn es so aussieht. So, ich lasse das WG weg draußen. Das hat ja alles ganz weg. Oh, wait. Wer liegt denn hier auf einmal? Moment mal, du bist doch ein Gunner. Mini-Nuke. Ausgezeichnet. Warte mal ganz kurz. Ist das eine Ecke, wo ich schon mal war? Oh ja, natürlich. Das ist die Ecke, wo ich den Typen mit Poweranzug, glaube ich, oben zerlegt drin hatte.
Ich glaube ja. Oh, wait, ich habe hier, oh, hier was, was ich nicht aufkriegen konnte, weil es Meisterschloss brauchte. Gut zu, nicht wissen unbedingt, aber gut zu finden. Gut wiederzufinden, muss man ja sagen. Oh, weißt du was? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Meisterschlösser, dann sehe ich morgen früh noch hier. Aber ich habe ja noch 100 Versuche mindestens frei, wie der aussieht. Noch ein bisschen. Fast, noch ein ganz klein bisschen. Ein winziges bisschen. Noch ein winziges bisschen. Läuft. Geschafft. Okay, Grundkorken, irgendwelche Munition. Oh. Oh. Okay, aber sowas möchte ich auch nicht mitnehmen. Schnell vorher Maschinengewehr muss nicht sein. Und nehmen wir etwas bessere beschichtete Panzerung. Kampfrüstung. Ne, Kampfrüstung nehme ich nicht mit. Schmutziger Mehl. Ja. Ist irgendwas noch Wichtiges hier drin? Ich glaube nicht. Nochmal umgucken, nicht, dass ich dann doch irgendwas vergessen habe. Läuft. Oh, das nehme ich auch mit. Gut, möchte ich sagen. Fehlt out of order. Ist es wirklich out of order? Ja, ist out of order. Das ist jetzt tatsächlich kein Beschiss, sondern es wirklich geht hier wirklich nicht weiter. Oh. Eine Kamera. Oh. Ich dachte gerade, da wäre ein Mini-Nuke in dem Bildschirm drin, aber nein. Hier liegt noch jemand tot rum. Okay. Soll ich einen Fahrstuhl runter? Ne, doch, er sagt ja von mir, dass ich runterfahren muss, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass ich springe. Das lassen wir mal gerade schön. Ich gucke mich gerade noch ganz kurz einmal hier oben, weil ich glaube, dass hier vorne die beiden Türen führen, wenn ich mich nicht vertan habe, nach draußen. Ja, ist der Balkon. Also gehe ich da auf keinen Fall hin. Also würde ich sagen, ich gehe zu... Weil da vorne wird gesagt, ich soll nach hier rüberlaufen. Und jetzt nach unten irgendwie... Oh, wait. Da ist es ja schon. Da ist es auch schon. Dann springe ich hier so runter und marschiere so. Ich glaube, das ist besser. Wenn ich gerade mit tausend von Typen entgegenkomme. Wer oder was auch ich wollte sagen, lass dich nicht abhalten, aber wenn ich gewusst hätte, dass ich so wenig Schaden mache. Okay, ich baller einfach wild um mich, glaube ich. Ich hatte halt so einen ganz Zweck in das Ganze. 10 Meter in die Richtung. Natürlich komme ich von hier aus nicht dahin. Oh, over the Buch. Book. Oh. Befolge Protokoll des Instituts. Eliminiere Feinde. Mensch. Läuft. Wahrscheinlich ist von hier am besten dran zu kommen. Ist es hier vor mir? Nein, ach Quatsch, noch ganzer Weg, ganz weit nach unten. Noch ganzer Satz weiter nach unten. Aber ich glaube hier, außer dass sie ein bisschen. Oh, wait. Ich wollte gerade sagen, er hat ja nichts bei sich. Kampfflinte kurz im Teiler. Ja, ist okay. Völlig irritiert schon so, dass hier so alles gleichzeitig im Rumliegen ist. Oh wait, da ist noch ein Koffer, den ich noch nie angefasst habe. Komisch. Habe ich so wenig aufgepasst, wo ich letztes Mal hier war? Muss wohl so sein. Das wär's. Oh. Crap. Technische Unterlagen. Mhm. Na gut, dann finde ich schnell einen Weg besser nach unten. Hätte ich jetzt einen Poweranzug, wäre ich ganz einfach nach unten gejumpt. Das wäre natürlich kürzer gewesen für mich, aber... Nein, wir fangen jetzt nicht mit Runterspringen in irgendeiner Form an. Aber runterspringen und in irgendeiner Form. So, weiter nach unten. Die komme ich nicht rein. Bewegung entdeckt. Och. Ich wusste. Es reicht doch nicht, die Typen zu killen. Reicht es immer noch nicht. Wirklich nicht. Obwohl ich jetzt Bonusschaden kriege. Und, aber es war ja nicht hinterhältig. Es war nicht hinterhältig. Oh, shit. Das hätte schlimmer für mich ausgehen können, aber das glücklicherweise nicht. Hat jemand wirklich eine Handgranate noch hingebaut, dass er ja jemand mitnimmt? Blöder Hund. Oh, shit, hier ist alles voll mit denen. Ja, also ich würde jetzt nicht über die Riesenschießerei anfangen. Ich wollte erst mehr so... Okay, kriege ich den Kopf getroffen? Nein, machen wir es mal so. Da jemand anwesend. Läuft. Machen wir es ein bisschen sicherer. Oh. So, wie hittert. Ich meine, wenn ich schon so gut schieße, warum soll ich nicht ausnutzen so weit? Ich meine, ich kann nicht so gut schießen, aber...
Mir wird geholfen, dass ich gut schieße. Sagen wir mal so. Stopp. Oh. Oh. Yay. Klein. Sensor meldet feindliche Präsenz. Das würde ich auch so formulieren, wenn ich das gesehen hätte. Der war bei Elite, der Typ. Den habe ich aber genau erwischt hier, denn hier. So, oh, da hinten war er. Mit den Worten. Boop. Ja, fahr langsam. Fahr langsam, Kollege. Da vorne ist mein Ziel. Ich werde mich nicht aufhalten lassen, weil ich pansen. Lederrüstung, das ist ja toll. Für Nahkampf. Da kriegt man schon mal Synth auseinandergeschossen und dann haben die Nahkampfrüstung aus Leder bei sich. Ich müsste wirklich Synth-Rüstung mir langsam mitnehmen. Vollhelm. Linkes Bein, rechtes Bein, rechter Arm. Also muss ich noch linken Arm finden irgendwo. Und Brust an Rüstung. Gut zu wissen. Und hier liegen natürlich immer noch die Raider-Toast rum, mäßig, ja. Haben die bei sich? Das ist Torso. Was sind? Gedepp rechtes Bein. Nein, Beine brauche ich nicht. Ich brauche linken Arm, rechter Arm, linker Arm. Okay, jetzt haben wir alles. Ich glaube, wir haben eine komplette Rüstung jetzt zusammen. Aber ich ziehe natürlich jetzt hier nicht an. Ich bin nicht bescheuert. Nicht, dass ich jetzt super aufwerten kann. Oh nein! Ich muss wirklich noch weiter runter. Ah, super. Das ist ja echt toll. Kriegt mal auf die schnellfeuernde Waffe wechseln. Also relativ schnellfeuernde Waffe wechseln. Hallo? Okay, betritt die Reaktorkammer habe ich jetzt also quasi. Beziehungsweise also habe ich nächstes vor. Oh shit, was ist da vorne krasses? Die Reaktorkammer würde ich mal trocken behaupten, aber. Wow, würde ich mal auch mal sagen nebenbei. Oh shit. Roboter, nicht gut. Aber ich nehme alles mit, was ich kriegen kann ansonsten. Proto-Labor-Terminal. Will ich das Prototypen-Labor-Terminal? Ja, warum nicht? Oh, Ghouls. Ghouls war das Passwort. Oh, weiter geht's mit den Nachrichten aus der Vergangenheit, sage ich nur. Intramail der Forschungsabteilung. Okay, gib mal her. Okay, diesmal von nochmal Kendricks Forschungsleiter. Okay. Heute betreten wir Neuland. Sobald der Schalter des Reaktors umgelegt ist und der Beryllium-Beschleuniger die Fusionsreaktion kalt startet, wird die Clean Power Atomenergie für uns alle Realität. Als Forschungsleiter des Projekts möchte ich Ihnen für Ihre Mitarbeit danken. Viel Glück und alles Gute. Wie, wurden jetzt alle gekündigt, wo sie fertig waren? Oder wie muss ich mir das vorstellen? So, persönliches Intramail wieder. Okay, das ging schon mal an mehrere, wie das aussieht. Und keins davon ist dieser komische Kendrick Kerl. Abteilung für Prototypen kam es aber her. Tamasch greift in seinen Beutel und verstreut den Kontaktstaub in einem Kreis um ihn herum. Wait, what? Er schließt die Augen und ruft das Wissen von Deligasa an. Hä? Deligasa, Weise der Ewigkeit, zeigt mir, was meine Augen nicht sehen können. Sind hier im Rollenspiel zwischendurch noch die Penner? Tamasch stellt... Nee, jetzt reicht's. Jetzt ist es die Tamasch-Stories irgendwo hier von irgendwelchen Rollenspielen, die ich schon mal wirklich im Hintergrund abgestellt haben, oder? Bla bla bla, zaff... Ja, Feuerprüfung von minus 5 bestehen. Gehen wir weiter. Ist eine Rollenspielabteilung hier. Braucht man nicht wissen. Braucht man nicht wirklich wissen. Obwohl es lustig bestimmt ist, aber nein, nein. Projektron-Steuerung brauchen wir nicht. Weiter geht's. Das habe ich wirklich Rollenspiel betrieben hier. Das ist ja unfassbar. Die sind ja absolut durch. Wir haben sonst nichts zu tun. Ich meine, so ganz absurd ist es nicht. Nicht wahr? Ja, wenn man jetzt so irgendwie so am Rumforschen ist, dass man natürlich abgelenkt sein muss mit was anderem, was vielleicht unterhaltsam sein könnte. Aber trotzdem. Das muss ich nicht deren ganzen Abhandlungen von irgendwelchen Dingen, die passiert sind, nochmal nachlesen. Das finde ich ein bisschen überzogen gerade. So, gucken, ob wir noch irgendwas finden hier gehen. Am besten ich eben einfach alles mit. Hier so Bücher und Krim, so Kram und Terminal! Aber erst nehme ich das Telefon noch mit und vielleicht andere Kladderadatsch hier. Oh, ui, ui.
Gut, dann gucken wir uns mal an, was hier dieses Aufseher-Terminal zu sagen hat. Ja. Läuft. Manchmal muss man einfach nur Glück haben. Einfach mehr Glück als Verstand. Oh, Aggressor. Oh Gott. Okay, das Ding werde ich gleich benutzen, weil Aggressortron-Steuerung. Das sind diese komischen Zweibeiner mit der Laserkanone im Kopf. Die dürfen mir nicht rumlaufen. Ich gucke mir gleich alles von denen an. Vielleicht kann ich es auch abschalten. Am besten gucken wir, was für E-Mails hier da sind. Intramail der Forschungsabteilung. Ja, nehmen wir sie mit. Das kam wieder von Kendrick, Forschungsleiter. Nee, halt, das haben wir schon mal gehabt. Das ist das, wo er sich bei Leuten bedankt, scheinbar. Und viel Glück und alles gute Geschichte. Okay. Sonst noch irgendwas? Was? Schattenteufel sucht nach seiner... Nee, nee, das ist einer von... Da hier ist Tamasch wieder Name drin. Ja, ja, die sind ja im Rollenspiel. Ist irgendwas außer Rollenspiel noch bei gewesen? Schattenteufel schleudert... Ja. Ist eh wahrscheinlich der Spieler da, wahrscheinlich. Schattenteufel holt in seinen Hand an Brust mit seinem Lederdingeskind, setzt ein +2-Pfeilmagazin ein und... Okay, gehen wir wieder. Ich habe schon genug Roll... Ich habe genug Rollenspiel schon gesehen. Ich glaube, ich brauche das nicht, ich brauche das hier nicht alles. Abgenutzter Hut. Ich brauche das nicht extra nochmal hier zu hören. Echt nicht. Nee. Okay. Ich frage mich, ob hier noch Synths rumlaufen gleich oder ob ich, sobald ich irgendwas anklicke, dass eine Armee auftaucht und ich alle kaputt schießen muss. Vielleicht passiert ja sowas. Und ich hebe jetzt wirklich jeden Mist auf. Warte mal. Oh, look! Jetzt ein Chemikalien an. Oh, den muss ich mitnehmen. Falls alle Stricke reißen und ich gleich super viel Strahlung kassiere, habe ich wenigstens jetzt einen Anzug dabei, der mich vor Strahlung schützt. Ich denke, das ist eine sehr richtige und wichtige Idee. Es hört sich zwar wie ein Klack an gerade, aber... Oh! It's crap. Nein, es ist Heilung tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, es ist crap. Nein. Ist alles gut. Alles gut. Okay, hier haben wir jetzt alles gesehen. So, das heißt, mindestens noch zwei weitere Terminals müsste ich finden, wo die anderen Rollenspiele dran beschäftigt mit sind. Ey! Die Tür ist nicht echt. Also Müll. Nehmen wir lieber das richtige Scharfschützengewehr raus, falls irgendwas gleich kommt, dass ich mir sagen kann, geschallgedämpft, die man wegpusten kann. So, kann ich hier vorne noch irgendwas finden? Nein. Was war das? Ja, ich lasse die Knarre lieber draußen. Das ist besser, auch wenn ich jetzt fast nichts sehen kann hier. Boah, ist das dunkel hier. Oh, viel zu viele mögliche Gänge, wo ich leider auf mich zuschleudern sich kann. Auf mich. Das muss ich nicht haben. Okay, jetzt mache ich doch die Lichter wieder an. Kreide. Eine Tür, die nicht aufgeht. Ich glaube, die Türen gehen sobald aus, sobald ich irgendwas hier anstelle. Sobald gehen die Türen auf und tausende von irgendwelchen Synths vor mich umbringen danach. Ich tue jetzt einfach mal so einen Raum setzen, die Idee. Nope, wieder nix. Was ist denn? Ach, so ein Stuhl. Ich dachte, da wäre was. Zum Mitnehmen? Schauen wir mal nicht. So, ich soll also da schon mal runtergehen und irgendwas anklicken und dann werde ich bestimmt von allen Seiten niedergeschwärmt. Oh, wait, hier ist eine Kiste. Und eine Impulsmine, das hört sich nicht gut an. Das da vorne sieht echt mal sehr, sehr cool aus. Bestimmt da vorne ist dieser Beryllium-Spaß-Geschichte am Laufen. Okay. Ich glaube, ich werde eh gleich angegriffen von allen Seiten. Lass mal schon mal das bessere Gewehr rausholen. Oder das schnellere schießende Gewehr zumindest. Nee. Da geht's da vorne überall rein, okay. Ich erstmal hier vorne noch kurz rum. Bevor ich gleich womöglich Granaten schmeißen muss nach allen Seiten. Oh, Redaway! Oder Radex Air. Au! Reaktorsteuerungsterminal. Das machen wir gleich. Ich nehme mal, sobald ich den runterfahre, geht es hier wohl los. Könnte ich mir vorstellen. Erstmal ganz kurz noch außen rum hier marschieren ein bisschen. Das ist eine Tür, die aufgeht. Ich glaube, ich brauche wieder Licht. Aber hier ist nichts. Hier ist leider gar nichts zu finden. Ne, dann können wir wieder gehen. Dann wusel ich noch schnell auf die andere Seite hier vorne. Ah, hier ist noch... Oh. Oh, wait. Ich wollte oben noch die anderen, die Steuerungsdinger noch angucken. Oh, wait. Ich muss gleich unbedingt gleich zurücklaufen. Bevor ich irgendwie dummes Zeug anstelle hier. Hier ist ein... Was?
ein Analytica-Terminal. Aber bevor ich das mache... Und Meister des Schlosses. Bevor ich was anklicke, weil der Aggressor, wenn ich hier gleich einen Aggressor treffen soll, der macht mich einen Kopf kürzer. Bevor ich überhaupt irgendwas Piep sagen kann. Deswegen schnell erstmal zurückgehen. Mal checken, ob der Aggressor nicht irgendwie abstellbar ist in irgendeiner Form. Ich wollte sagen, da waren doch wichtige Sachen hier. Mensch. Nein. Nicht aktivieren. Nein. Turmsteuerung. Will ich die anhaben? Nein, eigentlich nicht. Über Verteidigungssysteme. Was kriege ich irgendwelche Informationen? Geschütze, anschließend Personen, nutzen, yada, manipuliert, blablabla. Nee, nicht wirklich. Das bringt mir nicht wirklich was. Systemdiagnose. Wir haben zwei Kampftürme, aber zumindest weiß ich, wo sie sind. 4 und 7 in der Entfernung von mir. Okay. Ich lasse jetzt einfach mal so. Oh, wait. Der letzte Punkt noch. Schnell gucken. Sicherheitstüren-Geschichte. Tür schließen. Ist entriegelt. Okay, nee, dann lasse ich so, wie es ist. Dann lasse ich alles, wie es ist. Okay, nee, dann lasse ich lieber alles, wie es ist, weil nicht, dass ich was einschalte hier gleich und alles mir um die Ohren fliegt. Ist okay. Dann checken wir uns noch das und dann gucken wir da vorne das Ding uns gleich an. Ich glaube, da haben wir alles. Beziehungsweise ganz kurz so Heroes reingucken. Okay, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich da schon mal reingehen kann. Bevor ich aber reingehe, lieber hier vorne kurz hingehen noch. Okay. Den Anzug habe ich ja schon eben gefunden, deswegen brauche ich nicht noch einen davon. Ist da was drin? Nö. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, ich... nicht den Chemiker, den Safe. Der Master Safe. Der will mich jetzt verarschen, oder? Cool. Ja, das denke ich auch langsam so. Oh, von Casey vielleicht. So eine tolle Haarbürste und Munition. Vielleicht auch nicht von Casey. Na gut, dann hacken wir das Ding hier noch schnell. Na also. Heute ist der Tag des Hackens, sage ich nur. Und, lass mich raten, das ist gleich hier der Hinweis mit dem einmal Glücksgeschichten. Ja, viel Glück und alles Gute. Gut, haben wir schon gesehen. Und dann noch persönlich, lass mich raten, das ist die andere Rollenspielgruppe. Nachdem du die Kobolde bezwungen hast, ja, jetzt geht's weiter mit dem Rollenspielspaß. Also heißt eine Tamash und der andere Schattenteufel. Schattenteufel, du hast das Gefühl, als würden tausend Augen dich in deiner Dunkelheit anstarren. Ja, Rollenspiel, definitiv. Wahrscheinlich D&D oder irgendwie sowas. Die können nicht Goblin Slayer kennen, deswegen würde ich mal sagen, gehen wir schneller weiter hier. Egal. Falls einer das lesen wollte, konnte er anhalten. Safe-Steuern brauche ich, Protektoren brauchen wir nicht wirklich. Lassen wir ihn lieber so stehen. Ich lasse ihn lieber aus. Gut. So, jetzt haben wir alles gesehen, wir haben alles gemacht, wir haben alles getan. Wir gehen nur hier vorne hin. Nehmen noch den Stift mit. Und dann heißt es nur für mich noch, die Reaktorsteuerung vorher mal anzuschmeißen. Ich nehme an, ich kann den Reaktor davon ausschalten, damit ich nicht gegrillt werde, wenn ich da reingehe. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, jetzt. Okay, Warnung. Kritische Strahlungswerte in Reaktorkammer erreicht. Bitte treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Ja, die Synth können bestimmt einfach so reinlaufen, aber ich glaube, muss diesen Anzug anziehen. Es sei denn, warte mal, kann ich irgendwie nach unten gehen? Nee, ist nur Information. Okay, was habe ich hier noch? Viel Glück. Und lass mich raten, hier ist der andere, der die E-Mails immer kriegt. Der letzte der Rollenspieler. Ja, das haben wir also Ganda. Nicht mal Gandalf, aber Ganda. Seine Dämonentöterklinge. Ja. Tamash und Schattenjäger und Stuff. Ja. Ich klicke sie nur an, falls es einer lesen will, weil ich lese jetzt nicht durch. Ich meine, ich habe so viel tonnenweise Text, wie ich mal meinen Rollenspieler-Kollegen mal um die Ohren schon haue. Da muss ich das jetzt noch nicht von anderen Leuten lesen, finde ich persönlich. Okay, es gibt nur eine Situation. Ich kann das nicht ausschalten, wie der aussieht. Ich sage, ich habe was sehr, sehr Wichtiges vergessen und nicht gesehen hier. Aber ich soll da vorne hingehen und wenn das tödliche Strahlung... Okay. Ich ziehe ja schon an. Ich ziehe mir schon meine Klamotten an hier. Chemikalienanzug. Bam. 1000 Bonus auf Strahlungs... Oh, jetzt bin ich natürlich völlig überladen. Weil, lass mich raten, bin ich wirklich völlig überladen? Ja, weil die Rüstung mir auch Stärke gegeben hätte. Super. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Ja, mach auf. Bitte warten. Nee, komm, mach auf. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Nummer 1. Na gut, stellen wir uns mal hin. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. Eigentlich umgekehrt macht es mehr Sinn. Nicht das... Rauskommen und reinkommen eher, so ein bisschen.
Jetzt schleicht natürlich hier wieder absolute Bob durch die Landschaft hier. Moment, man kann da runtergehen. Ich weiß, ich muss nach oben. Ich weiß absolut, dass ich nach oben muss. Aber ich will mal kurz gucken, weil ich habe gerade den tollen Anzug hier an, wo ich wenig Strahlung kriege. Und okay, da gehe ich nicht rein. Ich dachte, es geht eh noch einen Weg nach unten, aber ich gehe ganz gewiss nicht in irgendwelches trübes Wasser, ohne zu wissen, was unten drin ist. Nicht in einem Raum, der so voller Strahlung ist. Womöglich ist da was noch und lebt noch irgendwie unten drunter oder so. Wer weiß. Sag mal so, ich will es nicht rausfinden, ganz ehrlich. Ich will es wirklich nicht rausfinden. Wow, von der Energiestrahle, der da reingeht. Okay, kann ich hier noch irgendwas tun? Warte mal, vielleicht kann ich auf der anderen Seite noch irgendwas anklicken, bevor ich dann in die Mitte laufe. Nur mal gucken. Ich weiß, ich laufe gerade langsam. Aber okay, trotzdem gucken. Ist das ein Knopf hier? Oh! Hey, Buffer out! Hey, ich könnte Drogen reinschmeißen, damit ich schnell laufe. Das lassen wir jetzt gerade. Okay, ist hier von noch mehr Zeug? Nö. Gut. Tja, dann klickt man das Ding da vorne an und womöglich ist doch die Strahlung weg, dann kann ich wieder meine anderen Klamotten anziehen. Was ich aber nicht glaube. Oh, das ist wirklich... Was passiert jetzt gleich? Erschaffe ich hier ein Portal zur Hölle oder sowas? Okay. Ach, das ist das Ding. Beryllium-Beschleuniger. Läuft. Oh, shit. Sicherheitsalarm in Reaktor. Oh nein, nee, bitte nicht. Notabsperrung eingeleitet. Oh nein, wirklich. Oh, flip. Okay, das sind beide Türme, wo ich dachte, wo sie wohl sind. Hey. Doch, läuft. Moment, das heißt, wir wollten, dass der... Oh nein, jetzt kommt der Kampfroboter gleich mit näher gelaufen. Bestimmt. Nehme ich die Abkürzung jetzt aber. Sobald ich hier rausgehe... Wobei, müsste ich nicht völlig verstrahlt werden mit diesem Beryllium-Mega-Monster-Teil da? Ich verstecke mich lieber. Bitte warten. So, sobald die Strahlung weg ist, es sei denn, ich behalte, ziehe ich sofort wieder meine normale Rüstung an, damit ich wieder normal mich bewegen kann. Dekontaminierung abgeschlossen. Aber erst will ich kurz... Okay, die Strahlung ist weg. Gut, sofort die andere Rüstung wieder anschmeißen. Also, dit. Also irgendwas habe ich doppelt gehabt hier. Also ist der linke Arm hier der vernünftige oder der? Stärke und Ausdauer und das andere ist... Stärke und... Oh, es sind beide Stärke und Ausdauer, toll. Dann nehme ich mal das erste hier oben, das scheint richtiger zu sein. Yeah, wir können normal wieder laufen. What? Nein. Fuck, shit, Dreck. Jetzt kommen die bestimmt die ab. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Nein! Oh Gott, nein! Nein! Das ist kein normaler Roboter, das ist kein Aggressor. Da ist ein Kombot, das Ding. Oh, Scheiße. Fehlalarm, Kampfbereitschaft. Okay, er hat mich verloren. Oh, fuck, shit, Dreck. Okay, wenigstens war Schall gedämpft. Schnell weg. Wenn der große Roboter mich sieht, bin ich Toast. Der sieht mich und das ist voll... Oh, warte mal, ich hab eine Idee. Moment, ich hab eine Idee. Der fährt doch mal auf und ab überall hier. Ich hab eine Impulsmine, aber nur eine. Was macht die an Schaden? 150... Das ist nicht besonders viel. Habe ich hier was anderes, was mehr Schaden macht? Kronkorkenmine, 500. Oh, wait. Habe ich noch was Besseres? Boah, 500 plus. Ah, das ist eine Granate. Das ist keine Mine. Ich wollte eine Mine haben. Pulsgranaten. Ich könnte Pulsgranaten nehmen. Das ist vielleicht, weil es ein Roboter ist. Vielleicht klappt das. Oh Gott. Oh Gott. Himmels Willen. Ich habe keine Granaten mehr. Shit. Neue Granaten. Plasma? Nein. Splitter.
Oh shit, das ist... Oh Gott. Ja, toll. Jetzt brauche ich, was ich durch die Wände schießen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war vielleicht ein Fehler, sich mit dem Vieh anzulegen. Und ich dachte, der Aggressor wäre schlimm. Nein, das Ding ist schlimmer. Oh Gott, nein. Nein, 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 okay. Da müssen wir auf den Torso schießen. Schau, aber der Kopf, ich glaube nicht, dass der Kopf viel bringt. Egal, komm, schieß mal auf den Kopf. Oh doch. Oh komm, das ist super was. Oh, guck mal hier. Okay, 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 der Typ ist auch nicht so gefährlich. Zumindest nicht so gefährlich. Also ich bleib lange. Jetzt weiß ich, wie was so gefährlich an dem war. Das war die Strahl. Oh wait, da ist immer noch jemand am Leben. Irgendwie ist das über mir. Ich dachte, es wäre ein Roboter. An der Decke läuft jetzt irgendwie so einer rum, der mich abmurksen kann oder sowas. Okay, der ist tot. Das ist ein Aggressor! Das ist ein paar Aggressor! Oh nein, 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 nein! Schieß, schieß, schieß! Oh, komm, 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 komm! Crit! Das reicht nicht! Oh Gott, nein, nein, nein! Okay, genau, schock sie weg! Boah, ja, 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 ja! Ai, ja, 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 ja! Das hätte ganz schön hinten losgehen können. Ich dachte, ich hatte. Ja, den Aggressor habe ich 1000 Brocken gerissen, glaube ich. Da kam er mir gerade tot entgegengeflogen, irgendwie vorne. Ja, der kam mir tot entgegengeflogen, ohne Arme und Beine. Perfekt. Oh. Können wir jetzt gehen? Kann ich bitte wieder gehen? Ich brauche nicht immer. Ah, die waren hier drinnen. Das waren die Türen, die nicht aufgingen. Deswegen. War ja natürlich klar. War doch klar. Was soll sonst für Türen da sein? Oh, oh, oh. Nähern Sie sich und. Nähern Sie sich! Ach, hinten ist das. Dann das. Feuer. Oh wait, ich habe irgendwas noch nicht an. Moment. Ich habe noch nicht alles an. Moment, Moment, Moment. Ich habe nicht alles an. Moment. Stimmt, ich habe noch nicht alles an. Ich habe nämlich, ich habe die Klamotten auch noch vergessen. Ich habe hier, genau, Kampferzug von denen vergessen und ich habe die Brille vergessen. Ich wollte nämlich sagen, irgendwas fehlt da noch. Da war ich nicht wirklich intakt gerade. Brille. Brille? Sonnenbrille? Nein. Genau, Schweißerbrille. Läuft. Jetzt haben wir alles wieder. Jetzt haben wir alles am Start. Wieso? Absperrung beendet. Was ist das hier? Ach, die Verteidigung soll ich eliminieren. Das habe ich. Okay, okay. Wir können gehen. Wir können raus. Schnell raus hier. Schnell raus. Schnell raus. Schnell raus. Ich sehe schon, gleich geht die Anlage direkt unter mir hoch oder sowas. Obwohl, ich habe den Reaktor ausgeschalten. Das kann ja nicht sein, dass die Anlage jetzt mir um die Ohren fliegt, nachdem der Reaktor aus ist. Oder habe ich was Wichtiges nur rausgenommen, was wichtig war, damit das Ding nicht um die Ohren mir fliegt. Egal. Wobei, ich habe die Beschleuniger rausgenommen. Müsste jetzt eigentlich die Sache durch sein. Eigentlich. Eigentlich. Ist das, Sie müssen Gott. Terminiert werden. Was? Gelehrter? Was? Es werden ja alle abgemuckt um mich herum. Ist ja bedauerlich. Um Himmels Willen, was ist jetzt auf einmal los? Tschüss, Jungs. Okay, da habe ich ein paar erwischt. Kontakt festgestellt. Möglicherweise. Ach. Du Haufen. Genau. Lass mal deine Arme hier liegen, Kollege. Möglicherweise tarnt sich ein Gegner. Interessant. Okay, wenn sie nicht überlebt hat, dann das, dann das. Aha, hab ich dich. Hier drüben, hier. Fahre herunter. Genau, fahrt ihr mal runter. Bedrohung ausgeschaltet. Okay, tatsächlich hilft mir die Bruderschaft mal ausnahmsweise. Und ich muss nicht wirklich alles alleine machen. Das ist ja mal nett. In einer gewissen Weise. Jetzt habe ich schon wieder aufgehoben, wo ich gar nicht wollte. Okay, ihr Anwärter.
Gelehrte, was auch immer. Ich bin da mal raus, ne? Also ich bin die Typen mit ihrem Zammelshit, ich glaube, den will ich gar nicht alles aufheben, oder? Will ich das alles aufheben? Naja, ich nicht. Fusionsspaß ist nicht, was ich wirklich haben muss, leider. Obwohl, oh hier, Bruderschaft, Kollege, der abgeschossen worden ist. Du, Kollege, wiederum ein bisschen interessanter für mich. Noch jemand, der zusammen gelatscht worden ist hier vorne. Wieder so ein Gelehrter, der hops gegangen ist. Ja, okay. Oh, wenn ich das... so wieder in der Ecke liegt. Das war wohl ich, ne? Ups. Sorry und so. Hier, Kollege. Entschuldigung. Danke für die Hilfe, Ma'am. Ja gut, wenn ihr ihn noch rein wollt, dann gehe ich mal wieder, ne? Also, habe ich ja nichts mit euch zu tun, ne? Viel Spaß euch noch, ne? Okay. Wir haben es irgendwie geschafft. Wir sind rausgekommen. Oh ne, die sind hier draußen auch noch. Achtung, Bürger. Sie können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Wait a second. Das sind doch hier diese komischen... Oh. Was ist das? Diese Rust-Devil-Pansen sind das doch schon wieder. Hey Typen, die meinen, sie müssen Rot, aber oh, Schrot haben die dabei. Direkt, was ich interessant finde. Oh. Au. Genau. Oh, guck mal hier, du hast Moon, du hast Granaten dabei. Ey, das macht richtig klasse. Du hast Stimpacks dabei, die ich auf jeden Fall brauchen kann. Und du hast Schrot dabei. Und Roboterreparatur, die ist mir egal, aber der Rest ist toll. Okay. Robo hier in irgendwas? Und ich höre einen Flattermann von der Bürgerschaft. Das ist gut. Oh, war doch gut, dass ich hier raus hingegangen bin, mich kurz umsucht zu gucken. Da hat sich echt randiert. Die ganze Munition. Perfekt. Oh, du noch hier. Ausgezeichnet. So, jetzt wieder zurück zu Pritvin. So, da wäre ich auch hier aufgeschlagen. Ausgezeichnet. Gut, dann lasst uns mal das Ding hier hochfahren und mal richtig um uns schießen damit. Beziehungsweise alleine loslaufen lassen, das Ding, und wir gehen. Ich muss mich um wichtige Dinge kümmern. Entschuldige mich bitte. Dann geh mir aus den Augen. Ingram. Ingram? Freut mich, dass es dir gut geht. Okay, ich meine, ich war zwar da, aber... Wie ist es bei Mass Fusion ausgegangen? Dank deiner Hilfe konnten unsere Truppen das Gebäude einnehmen. Die Synths haben kaum Widerstand geleistet. Wir haben dort eine Garnison eingerichtet. Dadurch bleibt der Ort die nächste Zeit überwacht. Wie dem auch sei, wir sollten nicht herumstehen und plaudern. Auf uns wartet eine Menge Arbeit. Okay. Ausgezeichnet, würde ich mal fast sagen. Was passiert gerade? Was? So. Ad Victoriam! Okay. Was? Wo? Wieso? Okay, ich soll... Okay, bevor wir jetzt aber losgehen und mit der Maschine hier rumstampfen, guck mal vielleicht ganz kurz, was das war hier vorne. Bevor die alle hier noch wahnsinnig werden mit dem, was sie gerade tun. Und guck einfach mal, weil irgendwo laufen die jetzt gerade alle hin. Und der Typ da vorne hat einen Scheinwerfer, deswegen laufe ich ihm einfach mal nach. Er wird sich zeigen, wo es hingeht. Glaube ich, hoffe ich. Was ist da vorne los? Okay, Kollege mit der großen Knarre, geh nur mal vor. Was geht denn da vorne? Okay, es haben irgendjemand mit irgendwas gefunden. Kann ich das von hier erwischen? Aha. Oh, Sumo-Tan, glaube ich. Hit, tot. Oh, wait. Nein, ich muss... Oh. Ups. Gut, ich habe keinen getroffen, Muppet. Ich wollte eigentlich zielen. Ja, genau. Schieß nur mit der Sturmkanone auf die Jungs. Das wird bestimmt klappen. Okay, hinhocken. Zielen. Wenn ich mal sehen würde. Da ist noch einer. Ja, Treffer. Jetzt lauft nicht alle vor mich, ihr Vollpfosten. Gib doch nicht. Ich will noch einen erwischen, dann sind wir die Sache doch recht schon durch hier. Fehlalarm. Ja. Ich weiß nicht, wirklich ein Fehlalarm. Ich habe davon mindestens zwei selber erschossen gerade, aber wie dem auch sei, okay, jetzt sind sie alle wieder happy und haben ein bisschen Spaß gehabt mit der Rumschießerei und sie steht hier noch hier vorne.
und wird wahrscheinlich jetzt mal zum Roboter zurücklaufen und das tue ich am besten auch und dann gucken wir uns dann bald an, wie ja, Liberty Prime alles kaputt treten wird. Das Problem wird nur sein, ich soll mit dem Vieh mitlaufen. Jetzt muss ich noch Babysitter für diesen riesen atombetriebenen, atomwaffenabfeuernden, Gatling-schießenden Megabot zu spielen. Das ist ja wie immer toll.